Montag. Seit dem Berufstag sitzen Rupert mittags beim Essen jetzt immer bei den Haufen Mädchen zusammen. Die sind wohl sowas wie der Club der zukünftigen Krankenschwestern. Keine Ahnung, worüber die sich da unterhalten. Die tuschen und kichern dann dauernd wie die Erstklässler. Ich hoffe bloß, dass sie nicht über mich reden. Erinnert ihr euch, dass ich sagte, Rodrigo ist der Einzige, der weiß, was mir im Sommer peinliches passiert ist? Tja, Rupert weiß dafür das Zweitpeinlichste, das mir je passiert ist. Und ich hoffe bloß, dass er es nicht ausplaudert. In der 5. sollen wir in Spanisch vor der Klasse ein Sketch aufführen. Und Rupert war mein Partner. Wir müssten den ganzen Sketch auf Spanisch vorführen. Rupert fragte mich, was ich machen würde, um einen Schokoriegel zu bekommen. Und ich sagte, ich würde einen Kopfstand machen. Aber als ich den Kopfstand machte, bin ich umgekippt und nach hinten in die Wand gefallen. Habe ein Loch damit gemacht. Die Schule hat sich nie die Mühe gemacht, das Loch aufzubessern. Deshalb konnte man die ganze Grundschule lang mein Popoabdrück in Mrs. Gonzellas Klassenzimmer bewundern. Falls Rupert diese Geschichte ausgegraben hat, wird die ganze Welt erfahren, wer den Käse gegessen hat. Das schwöre ich euch. Mittwoch. Heute hatte ich die Idee. Wenn ich wissen will, worüber Rupert und die Mädchen mittags reden, muss ich einfach nur in sein Tagebuch gucken. Der schreibt da bestimmt alle möglichen Klatschgeschichten rein. Das Problem ist nur, Ruperts Tagebuch ist verschlossen. Selbst wenn ich es in die Finger kriege, würde ich es nicht aufbekommen. Aber dann hatte ich eine Idee. Wenn ich einfach genau dasselbe Tagebuch kaufe wie er, dann hätte ich den Schlüssel. Also bin ich mit Dad in die Buchhandlung und habe noch das letzte im Regal ergattert. Ich hoffe bloß, dass es das wert war, denn ich musste dafür die Hälfte meiner Marmtaler einlösen. Mein Dad war, glaube ich, alles andere als begeistert, davon mir ein kleines Geheimnisse-Tagebuch zu kaufen. Donnerstag. Nach der Sportstunde heute hat Rupert aus Versehen sein Tagebuch auf der Bank liegen gelassen. Als die Luft rein war, habe ich meinen neuen Schlüssel ausprobiert und tatsächlich, er passt. Ich habe es aufgemacht und begann zu lesen. Liebes Tagebuch, heute habe ich wieder mit meinen Dino Blaster Actionfiguren gespielt. Das Spiel hieß Mecha-Resse gegen Stritzer Kloppon. Mecha-Resse hat Kritzer Lopon in den Schwanz gebissen. Dann hat Kritzer Lopon sich umgedreht und sagte, na, wie gefällt dir das? Und hat Mecha-Resse in den Popo geschossen. Ich habe das Buch durchgeblättert, um zu sehen, ob mein Name irgendwo drin steht, aber das Ding war voll von diesem Müll. Nachdem ich weiß, was in Ruperts Kopf vorgeht, frage ich mich echt, warum ich überhaupt mit ihm befreundet bin. Samstag. Zu Hause ist es seit Wochen, es ist seit etwa einer Woche alles prima. Rodrik hatte Grippe und keine Energie, mich zu nerven. Und Manni war bei Oma, also gehört der Fernseher ganz mir alleine. Gestern haben Mom und Dad überraschend angekündigt, dass sie über Nacht wegfahren und dass ich und Roderick aufs Haus aufpassen solle. Das war eine ziemlich große Sache, denn Mom und Dad haben mich und Roderick noch nie alleine gelassen. Ich glaube, sie hatten immer Angst, dass Roderick eine Riesenparty macht und das ganze Haus verwüstet, wenn sie wegfahren. Aber jetzt, wo Roderick mit Grippe im Bett liegt, haben sie wohl ihre große Chance gewittert. Mom hat uns also
eine Predigt über Verantwortung und Vertrauen gehalten und dann sind sie abgehauen. Keine Sekunde nachdem sie aus der Tür waren, ist Roderick von der Couch aufgesprungen und hat sich ans Telefon gehängt. Er hat jeden angerufen, den er kennt, und gesagt, er macht eine Party. Ich habe mir schon überlegt, Mom und Dad anzurufen und ihnen zu sagen, was Roderick vorhat. Aber ich bin ehrlich gesagt noch nie auf einer Teenager-Party gewesen und war neugierig. Ich beschloss also, den Mund zu halten und diese Gelegenheit zu nutzen. Roderick sagte, ich soll die Klappstühle aus dem Keller holen und ein paar Säcke Eiswürfel aus dem Eisschrank unten. Rodericks Freunde begannen um 19 Uhr aufzutauchen und sobald war die ganze Straße mit Autos zugepackt. Der erste, der klingelte, war Rodericks Kumpel Bill. Danach kamen immer mehr Leute und Roderick sagte, wir brauchen mehr Tische. Also bin ich in den Keller gegangen, um sie zu holen. Aber sobald ich durch die Kellertür war, hörte ich, wie hinter mir zugesperrt wurde. Klick. Ich hämmerte gegen die Tür, aber Roderick hat einfach die Musik lauter gemacht, damit mich keiner hört. Ich saß also da unten fest. Mann, das hätte ich mir irgendwie gleich denken können. War wohl ziemlich bescheuert, von mir zu glauben, dass Roderick mich mitmachen lässt. Es klang wie ein ziemlich wilder Party. Ich glaube, irgendwie sind sogar ein paar Mädchen aufgetaucht. Ich bin mir aber nicht sicher, denn das Einzige, was ich sehen konnte, war die Schuhsohlen der Leute. Als die Party um 2 Uhr morgens doch im vollen Gange war, habe ich auch aufgegeben. Ich habe die Nacht auf meiner Matratze im Keller verbracht, ohne Decke. Ich bin fast erfroren, aber ich wollte auf keinen Fall eine von Rodrigues Decken nehmen. Irgendwer hat in der Nacht wohl den Keller wieder aufgesperrt, denn als ich in der Früh aufwachte, stand die Tür offen. Als ich nach oben kam, sah es dort aus, als hätte im Wohnzimmer ein Orkan gewütet. Rodricks letzte Freunde gingen erst um 3 Uhr nachmittags. Sobald alle weg waren, sagte er mir, ich müsste ihnen helfen, das Haus zu putzen. Ich habe Roderick gesagt, er spinnt, wenn er glaubt, dass ich ihm dabei helfe. Aber Roderick sagte, wenn er wegen der Party auffliegt, dann hänge ich auch mit drinnen. Er sagte, wenn ich ihm nicht beim Aufräumen helfe, erzählte er all meinen Freunden, was mir im Sommer Peinliches passiert ist. Ich konnte es nicht fassen, dass Roderick so fies sein konnte. Aber ich merkte, dass er es ernst meinte. Deshalb machte ich mich lieber an die Arbeit. Mom und Dad wollten um 19 Uhr wieder da sein und wir hatten noch jede Menge zu tun. Es war ganz schön viel Arbeit, alle Spuren der Party zu beseitigen. Denn Rodericks Freunde hatten ihren Müll und ihre Flaschen an den unmöglichsten Orten zurückgelassen. Als ich mir ein Müsli machen wollte, kamen mir ungefähr hunderte Flaschendeckel entgegengeflogen. Bis 18:45 Uhr hatten wir so ziemlich alle Spuren beseitigt. Ich wollte mich gerade umduschen, als ich sah, was innen auf der Badezimmertür stand. Hallo, Roderick. Ich versuchte, die Schrift mit Seife abzuschrubben, aber der Gruß war wohl mit Edding geschrieben. Mom und Dad würden bald wieder da sein und ich war mir sicher, dass wir geliefert waren. Aber dann hat Roderick eine geniale Idee. Er sagte, wir könnten die Tür einfach gegen eine Schranktür aus dem Keller austauschen. Also holten wir uns 2 Schraubenzieher und machten uns ans Werk. Endlich hatten wir die Tür aus den Angeln gehoben und trugen sie in den Keller. Dann haben wir die Schranktür aus Rodericks Zimmer geholt und sie nach oben getragen. Wir waren gerade rechtzeitig fertig,
Der Wagen von Mammut fuhren in dem Moment vor, als wir die letzte Schraube festdrehten. Man sah ihnen die Erleichterung an, dass wir das Haus während ihrer Abwesenheit nicht abgefackelt hatten. Aber ich glaube, wir können noch nicht ganz aufatmen. So wie Dad nämlich heute Abend herumgeschnüffelt hat, ist er nur eine Frage der Zeit, bis die Sache mit der Party auffliegt. Dieses Mal hat Rottig Schwein gehabt. Ich kann nur sagen, sein Glück, dass Manni nicht dabei war. Manni ist nämlich eine Riesenpetze. Er verpetzt mich schon seitdem er reden kann. Er hat mich sogar für eine Sache verpetzt, die ich gemacht habe, bevor er überhaupt sprechen konnte. Als ich klein war, habe ich einmal die Glasschiebetür im Wohnzimmer kaputt gemacht. Mom und Dad hatten nichts gegen mich in der Hand. Also konnte ich meine Unschuld beteuern. Aber Manny war Zeuge des Vorfalls gewesen. Und 2 Jahre später hat er mich auffliegen lassen. Ubi großen Fensterputz macht. Sobald Manny sprechen konnte, musste ich mir also wegen Sachen Sorgen machen, die ich angestellt hatte, als er noch ein Baby war. Ich war selber mal eine Riesenpetze, bis ich meine Lektion gelernt habe. Einmal habe ich Rodrik verpetzt, weil er ein Schimpfwort benutzt hat. Mom hat mich gefragt, welches Wort es war, also habe ich es buchstabiert und es war ein langes Wort. Tja, das Resultat war, dass ich mir den Mund mit Seife auswaschen musste, weil ich wusste, wie man das Schimpfwort buchstabiert. Und Rodrik ist ohne Strafe davongekommen. Montag. Im Unterricht gestern mussten wir ein Gleichnis befassen. Das ist im Grunde eine Geschichte, die das eine sagt, aber etwas anderes meint. Mir fehlt zuerst die richtige Impression, aber dann sah ich, wie Rodrik draußen seinen Bus repariert und hatte eine Idee. Rory baut Mist vom Greg heftig. Es war einmal ein Affe namens Rory. Seine Familie hatte ihn sehr lieb, auch wenn er ständig Mist baut. Rory! Eines Tages klingelt Roy aus Versehen an die Tür und alle dachten, es wäre Absicht. Also gaben sie ihm zur Belohnung eine Banane. Schlauer Kerlchen, Roy. Danach dachte Roy, er ist ein Affengenie oder so. Und eines Tages hörte er sein Herrchen sagen, Mist, mein Auto ist kaputt. Rasend schnell schmiedete Roys privaten Affengehirn einen Plan und so sah er aus. Roy Auto richten. Roy hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht geschraubt, aber um es kurz zu fassen, am Ende war das Auto immer noch kaputt. Roy! Dennoch hatte Roy etwas aus dem Erfolg gelernt. Roy ist ein Affe. Affen sind keine Mechaniker. Ende. Als ich mit dem Aufsatz fertig war, zeigte ich ihn Rodrik. Ich dachte mir schon, dass er das nicht peilt und ich hatte recht. Affen verstehen unsere Sprache nicht, du Hirni. Wie gesagt, ich bin Rodrik wegen dieser peinlichen Sache echt ausgeliefert. Trotzdem kann ich es ihm ab und zu eine Art heimzahlen.